Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserem Raphael, der gerade schon die Kerzen auf die Torte gemacht hat für seine Schwester. Denn die hat heute Geburtstag. Allerdings muss der Herr in 11 Minuten zur Arbeit. Deswegen werden wir erst den Arztalltag bestreiten, bevor wir dann Geburtstag feiern. Denn ich würde gerne bei seinem ersten Arbeitstag dabei sein. Aber noch davor sollten wir vielleicht generieren, damit wir uns darauf einstellen können, was wir heute machen. Vielleicht können wir das ja auch auf der Arbeit erledigen. We will see. 196. Kaufe ein Outfit über Trendy. Also das kann man schon auf der Arbeit machen. Aber ich glaube, das ist, wenn dann eher eine Sache, die Raya tun würde. Deswegen machen wir das vielleicht nachher. Sie kauft sich ein eigenes Geburtstagsgeschenk oder so. So, wir gehen jetzt mit. Hallo, du Maus. Gut, unser einer Kollege ist anscheinend auch ein Geist. Das ist immer wieder schön. Okay, dann gehen wir doch erstmal zu dieser Frau, dessen Name ich nicht aussprechen werde. Ich habe schon sehr lange diese Karriere nicht gespielt. Aber eigentlich hat sie mir immer sehr viel Spaß gemacht. So, die Probe analysieren. Auf geht's. Raphael hat natürlich aber auch sehr großen Hunger, ne? Vielleicht sollte er sich zwischendurch mal was zu knabbern nehmen. Analyse abgeschlossen, aber es gibt keine Ergebnisse. Das ist doof. Die Fingernägel sind in dem Job vielleicht eigentlich nicht so geeignet, aber pssst, in Sims ist das alles ein bisschen anders, ne? Jetzt übergeben wir nochmal kurz einen Patienten, weil das unsere Aufgabe ist. Der Dylan, der macht das bestimmt toll. Hier wurde schon eine Diagnose gestellt. Kann ich den behandeln? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, aber wir können es ja mal versuchen, ne? Cool! Dafür haben wir absolut nichts geleistet, aber es ist okay. Ich habe kein Problem damit. Wie gesagt, die werden jetzt auch nicht jeden Tag hier irgendwie mitgehen. Aber ich dachte, der erste Tag ist schon ein bisschen was Besonderes, ne? Heute ist irgendwie Kids Club oder was. Oh, der hat auch schon eine Diagnose. Vielleicht geben wir den einfach mal Medikamente, weil wir sollen auch Medikamente bringen. Weil dann hätten wir vielleicht die Beförderungsaufgabe schon abgeschlossen. Wäre das ein Traum oder wäre das ein Traum? Yay! Ja, wir haben dafür nichts geleistet. Schön. Ah, jetzt ist er wenigstens auch konzentriert. Dann kriegt er mehr Fähigkeit. Das ist auch sehr gut. Ich finde auch gut, dass hier einfach nur ein einziges Klo ist. Reicht ja auch, ne? In einem Krankenhaus. Aber ich glaube, für den ersten Tag läuft das hier ganz gut. Oh Gott. Also, das ist hier ganz schön überlaufen, das Krankenhaus, ne? Ich weiß, ich habe noch eine Stunde, aber das kriegen wir ja wohl hin. Tada. Alles gut. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir haben alles abgeschlossen soweit. Also muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Yay, fantastische Arbeit geleistet. Sehr schön. Marley, wieso bist du hier draußen? Es regnet. Es gewittert sogar. Dann gehen wir mal ganz kurz auf Trendy. Genutztes Gewebe klingt jetzt nicht so großartig. Es klingt alles schrecklich. Also zumindest nicht nach dem, was unser Girl hier tragen würde. Da finde ich das hier von Agnes Crumblebottom noch am besten. Und ich sage, wie es ist, das soll schon was heißen. Wir nehmen das mal. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir das gerne einmal angucken. Ja, wenn es nicht gerade so low-waist wäre, wäre es okay. Aber der Hut, ich bin jetzt nicht so der größte Fan. Das Shirt ist süß. Das stimmt wohl. Das war es dann auch. Wir ziehen es wieder aus. Und dann schmeißen wir eine Party. Wir laden natürlich Raylan ein. Wir können ja bowlen gehen. Das finde ich süß. Marley mag keine Beschwerden. Das ist total in Ordnung. Auf geht's. Raylan ist schon junger Erwachsener. Mutiger Anmachspruch an so einem Moment. Wie wär's? Was passiert hier, Mama? Sie würde, glaube ich, gerne tanzen gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber tanzen scheint gerade ein Problem zu sein. Ich habe kein einziges Mal gespeichert, glaube ich. Ach ja, ich liebe Sims. Ich speichere halt immer nur nachts. Warum? Du, wie dieses Spiel, das immer sowas an, ey. Damit das Ganze vielleicht irgendwie was Gutes hat, würde ich ihm das hier ercheaten. Und er hat auf jeden Fall Level 2 erreicht. Dass wir ihn dann jetzt nicht begleiten und dass wir den Tag jetzt alternativ mit Raya verbringen. Ich glaube, das könnte fair genug sein. Wir kaufen natürlich trotzdem das Outfit. Dann verbringen wir den Tag jetzt mit Raya. Ich würde gern trotzdem bowlen gehen, wenn es okay ist. Ich kann es nicht einstellen, weil ich meinen Bruder nicht einladen kann, wenn er auf der Arbeit ist. Raya mag Streiche. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Fürsorglich, ja, bitte. Raphael hat etwa 30 Minuten Mittagspause. Wie soll er sie verbringen? Ich vermute, er würde eher in Blogs nach Karriereratschlägen schauen. Yay, Leistungsverbesserungen. So, sie wünscht sich, jemanden zu knutschen. Deswegen nimm dir deinen Mann. Ich hasse es, dass Vlad irgendwie der Kumpel von Rocky ist. Das macht gar keinen Sinn. Wieso kommt dieser Mann überall vor? Wieso kennt ihr jetzt die Techtelmechtel-Interessen? Also,
Habt ihr jetzt eine gute Zeit? Ach so, ich wünsche euch viel Spaß. Sie wünscht sich eine Gruppenmahlzeit zuzubereiten, gell? So, warum eigentlich nicht? Wir wollen ja sowieso, dass sie dann selbstständig wird quasi. Also habe ich kein Problem damit. Man kann sich ja auch als selbstständig registrieren, also könnten wir das ja sogar machen. Und nicht nur so tun. Von einem Workaholic abgewiesen? Oh mein Gott, also hilf. Warum denn schon wieder? Nee, ihr habt doch heute erst. Also, was für Liebesscheu. So, da Raphael jetzt wieder da ist, können wir dann jetzt auch das Ereignis nochmal planen. Diesmal werde ich davor dann speichern. Ich gehe das Risiko nicht nochmal ein, weil vielleicht liegt es ja auch an dem Grundstück. Man weiß es nicht so genau. Versuch Nummer 2. Ja, Faith darf sehr gerne Familienbewusstsein. So, versuchen wir das Ganze nochmal mit dem mutigen Anmachspruch. Und? Findet er auf jeden Fall gut. Süß. Wir können schon knuddeln. Ich weiß nicht, ob er das so toll fänd, aber... Oh, er hat gerade Nein gesagt. Nein, lass es, lass es, lass es, lass es. Oh mein Gott. Da passieren schon wieder Dinge. Ich resette sie einfach mal. Okay. Das ist auf jeden Fall kurz weg. Schnelle Wiedergutmachung. Was auch immer das zurzeit mit diesem Tanzen ist, dass die da so Problems haben. Ja, ich wusste es, ehrlich gesagt. Ich wusste es. Vielleicht feiern wir doch zu Hause? Ist so meine Idee jetzt. Dann brechen wir das Ereignis ab und machen ein neues Ereignis. Dann müsste es ja wohl hoffentlich zu Hause klappen. Wir laden alle Leute ein. Vielleicht drehen die ja jetzt zu Hause nicht ganz so doll ab. We will see. Und vielleicht verkacken wir diesmal auch nicht so mit Rylan, Raylan, was auch immer. Die heißen alle irgendwas mit R. Es ist schrecklich. Rocky spielt erstmal hier auf der Gitarre Slay. So, wie schaut's diesmal aus? Hat er diesmal Bock? Nein, absolut gar nicht. Das tut weh. Mach's wieder gut. Bitte. Oh, okay. Vielleicht wird das mit denen doch nicht sowas. Oh Mann, das ist doch gemein. Vielleicht feiern wir erstmal. Es tut mir sehr leid, Mausi. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich liebe es ja, dass die immer nach draußen gehen. Vor allem so beim Gewitter ist es einfach schlau auch. Wir haben gar nichts, wo wir Musik anmachen können, ne? Vielleicht sollten wir mal irgendwie was besorgen dafür. Naja. Sie ist aktiv. Süß. Wir bleiben natürlich beim Geräte-Genie. Yay. Hier wäre es, wenn wir dieselbe wie immer nehmen. Weil hier einfach keine andere drauf passt. Warum erzählt ihr was über Geister und Kühlschrankhasen? Muss ich mir Gedanken machen? Hier ist eine Seniorin ohne Namen. Geh lieber. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Ich habe Destiny übrigens ein kleines Umstyling gegeben. So als Omi. Da haben die Töpfe halt einfach nicht mehr so dolle gepasst, ne? Aber sie sieht so süß aus. Faith hat es bald hinter sich. Bitte sagen Sie mir sowas nicht. Das ist nicht in Ordnung. Die Party ist irgendwie echt nicht so toll. Es tut mir so leid. Flat ist auch hier. Es ist einfach schön. Also den will man auf seiner Geburtstagsparty haben. Ja, ihr dürft sehr gerne gesund sein. Bitte. Happy Birthday. Ich wollte mal schauen, ob wir der Maus nochmal irgendwie eine andere Frisur geben. Und ich würde ihr gerne mal kurz andere Wimpern geben, weil mich das ein bisschen stresst, dass das so absteht. Oh mein Gott, ist sie hübsch! Frau hat schon wieder alle guten Gene bekommen, die es gibt. Ja, vielleicht machen wir die Haare einfach so ein bisschen auf. Sieht auf jeden Fall süß aus. Zum Sport würde ich aber trotzdem einen Zopf machen. Sehr gut. Das mit Raylan hat jetzt ja einfach nicht so gut funktioniert irgendwie. Deswegen würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal auf die App. Sie hat heute Abend noch ein bisschen Spaß in den Backen. Sie ist jung, sie hat noch Energie. Sie würde gerne nur mit jungen Erwachsenen was haben. Also ich würde sagen, sie sagt, dass sie aktiv ist. Das ist ja auch sehr positiv, würde ich sagen. Angst vor Feuer macht jetzt nicht so viel Sinn. Angst vor dem Lebensende schreibe ich da rein. Toll, wichtig. Verantwortlich finde ich gut. Aber ich glaube, Essenz des Geschmacks finde ich auch cool. Dass sie so sagt, hey, ich bin eine kleine Kochmausi. Ja, das Foto ist auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt irgendwie machen könnten, weil es gerade ziemlich dunkel ist. Aber eigentlich stehen wir ja nur auf Männer, oder? Ich gehe nochmal kurz in den Cars. Sehr gut, so, dann sind wir jetzt bereit. Schauen wir uns mal die Matches an. Sie findet gemeine Sims anziehend. Das ist halt das Ding, wenn man irgendwie random die Turn-Ons und Turn-Offs irgendwie auswählen lässt. Ich schaue erstmal weiter. Ronald... Weiß ich jetzt nicht. Jimin? Katsunori? Irgendwie ist das sehr asiatisch geprägt gerade, ne? Award. Ich sag doch, sehr asiatisch geprägt. Nikolai. Da finde ich Kevin echt noch am besten. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Deswegen, vielleicht lasse ich sie einfach mal auf ein Blind Date gehen. Aber ich speichere vorher. Man weiß ja nie. Okay, dann schauen wir einfach mal. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt direkt romantisch sein wollen. Vielleicht. Aber so lustig sein, Getränke. Ja, das klingt erstmal ganz gut, würde ich sagen. Dann können wir ja in die Bar von uns hier in der Umgebung gehen. Das ist dann auch nicht so weit weg. Ist das geil! Unsere Verabredung.
ist einfach unser Ranch-Typi. Ich find's irgendwie geil. Die haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Raya, es ist sehr wichtig, korrekt zu sein und sie verbringt mehr Zeit damit, sich um sich selbst zu kümmern. Warum eigentlich nicht? Er findet sie, glaube ich, nicht so gut. Zumindest der erste Eindruck. Naja, dann quatsch doch einfach mal ein bisschen. Das ist so wild. Ich glaube nicht, dass es unser Happy Ever After wird. Aber ich glaube, für so einen Abend kann man das schon mal machen. Ich meine, ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen, ne? Wir sollen ein bisschen flirten. Kriegen wir wohin, ne? Also ich meine, es ist ein attraktiver junger Mann. Das sollen wir sagen. Er findet es auf jeden Fall auch ganz schön, wie wir hier Komplimente machen über ihn. Warum macht er die ganze Zeit irgendwelche Streiche? Ja, guck, Ranch-Hilfe. Raya scheint nicht besonders lustig zu sein. Also richtig funken tut's nicht. Bestell dir mal eine Brezel. Es wäre aber auch ein bisschen wild, wenn die Angestellten random dann mit ihr zusammenkommen würden, ne? Also, ich glaube, die Eltern fänden das jetzt auch nicht so lustig. Weil ich meine, sie ist ja jetzt gerade quasi erst 18 geworden oder so. Also, ist vielleicht auch ein bisschen wild. Stellen wir nochmal ein Getränk. Ein Chili-Kakao, das klingt lustig. Also ich meine, sie kann ihn ja nochmal anmachen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich was wird. Also, es vibet einfach irgendwie nicht so hart. Also ich meine, er nimmt das jetzt so an, aber er fühlt sich auch sehr unwohl. Also, vielleicht denkt er selbst so, das ist so die Tochter von den Leuten, für die ich arbeite. Es ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, was man tun könnte. Romantische Zufriedenheit beginnt. Entschuldigung. Wir haben jetzt ein Foto bekommen von uns, also es ist ganz wichtig. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich davon halten soll, okay? Mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich würde dann den Part an der Stelle beenden. Tut mir leid, dass wir jetzt wirklich nur einen Tag gespielt haben. Aber ihr müsst Sims dafür verurteilen, Leute. Beim nächsten Mal werden wir dann vielleicht unseren Stand eröffnen und da dann mal schauen. Wir könnten den ja eröffnen, während wir dann den Laden schmeißen. Machen wir vielleicht doppelt Profit. Wäre doch mal eine Idee. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich habe versucht, es unterhaltsam zu gestalten. Aber es ist ja immer so eine Sache, ne? Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie wie immer in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drauf. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!